Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Beugmann und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni, hoffentlich klasse Fußball. Heute heißt es 1. FC Köln gegen Bayern München. Wenn man an den FC Bayern denkt, muss man eigentlich auch die anlässlich der WM 2006 gebaute Allianz Arena denken. Dieses fantastische und geradezu futuristisch anmutende Stadion ist in der Tat eine angemessene Spielstätte für den Rekordmeister. Kann man nur bestätigen, kein Vergleich zum altehrwürdigen Münchner Olympiastadion. Noch dazu ist es ja die Heimstätte für gleich zwei Vereine. Es geht immer ein bisschen unter. Wir wollen ja die Münchner Löwen nicht vergessen. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Rafinha. Götze. Der FC Bayern München, das ist in Deutschland der Überclub. Na klar, die Fakten lügen nicht. Rekordmeister. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Kommen wir noch mal zur Historie des FC Bayern. Die ganz große Zeit begann ja in den 70er Jahren mit Akteuren wie Franz Beckenbauer oder dem Bomber der Nation, Gerd Müller. Die waren ja dann auch Weltmeister. Und es gab natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Spieler, die auch international für Aufsehen sorgten. Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und später Lothar Matthäus oder Oliver Kahn. Götze. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Philipp Lahm, Lewandowski. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Brečko.
Gutes, schnelles Passspiel. Marcel Risse. Hector. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Gibt Einwurf. Hector. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Daniel Halfer. Und nun Matthias Lehmann. Geht er rein? Scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Anthony Uja und nun Matthias Lehmann. Xabi Alonso. Rafinha. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, es war knapp, aber der Schiri mit exzellentem, um nicht zu sagen mit Adlerauge, richtig entschieden. Und nun Matthias Lehmann. Peter attackiert. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Brečko. Links ist alles offen. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Entscheidung, Ecke. Müller. Mario Götze. Lewandowski. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Es gibt schlechte Unentschieden zur Halbzeit und es gibt die der besseren Art. Ich habe ein besseres gesehen. Unterschreibe ich, was soll ich auch anderes sagen? Das könnte noch sehr spannend werden. Der Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Müller.
Lewandowski. Philipp Lahm. Mario Götze. Daniel Halver. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Hector. Die verstehen sich blind. Kevin Vogt. Marcel Risse. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Mario Götze. Xabi Alonso. Philipp Lahm. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Lewandowski. Müller. Lewandowski. Uca. Lewandowski. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Uca. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Hat nicht viel gefehlt zur Ecke, aber nur Einwurf. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und nun Matthias Lehmann. Kevin Vogt. Marcel Risse. Rode. Hat er auf Freistoß entschieden, sofort ohne zu überlegen. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Peschko. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Der Spieler hat bereits gelb gesehen und deswegen wird er jetzt vorsichtshalber ausgewechselt. Und das ist auch richtig so.
Peschko. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Und nun Matthias Lehmann. Marcel Risse. Peschko. Rafinha. Rode. Alaba. Ja, und die Flanke abgefangen. Alaba. Rode. Ein herrlicher Pass. Gute Flanke. Und die Fans, sie sind noch mal voll dabei. Es gibt noch mal Eckstoß. Das traut sich heute nicht mehr jeder, so in einen Zweikampf zu gehen. Toll gemacht, die perfekte Grätsche. Jetzt pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten ab. Es steht unentschieden.